Willkommen zu einer Handvoll News bei uns hier aus dem TV-Spielfilm Mutterschiff. Heute auch mal wieder mit mir, Steven Sofer, und natürlich der Dauergast Sebastian Mielpitz. Und er möchte euch auch gleich etwas erzählen. Ja, und zwar, vielleicht habt ihr es mitbekommen, da habe ich mich aufgeregt. Gestern kam raus, welche Serie die meistgestreamte Serie in Deutschland ist. Auf Netflix und Amazon, ratet mal. Es war nicht so eine Superserie wie, was weiß ich, House of Cards oder so, sondern Big Bang Theory. Ja, also laut einer Wirtschaftswochenstudie, also vielleicht stimmt es ja auch nicht, aber die Tendenz ist auf jeden Fall da und das ist eine Big Bang Theory. Ja. Und also wie peinlich ist das eigentlich? Bei Netflix anscheinend Nummer 1 vor House of Cards. Und bei Amazon zweiter nach The Man in the High Castle. Also ich verstehe das nicht. Da gibt es 1 Milliarde Serien, die man sich da anschauen kann. Tolle Eigenproduktionen, die auf jeden Fall gefeiert werden. Und hier wird bei uns eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben. Wir schreiben uns hier die Finger wund über neue Serien und dann Big Bang Theory, was sowieso bei ProSieben in Dauerschleife läuft. Also wieso? Warum? Wer macht sowas? Ihr merkt schon, wer macht Sebastian, bei Sebastian erzeugt das ungemeines Glücksgefühl. Erst wird Simpsons verdrängt von Big Bang Theory auf ProSieben und dann sowas. Ich brech ab. Also warum? Warum? Na, es ist ja so, also ProSieben hat es ja geschafft, diese Serie zu einem ganz großen Namen zu machen. Ja. Und die Leute haben aber gemerkt, sie wollen es halt einfach wirklich ohne Unterbrechung gucken. Also sie finden es halt so toll, dass sie noch nicht mal die Werbung zwischendurch ertragen. Und deswegen sind sie jetzt zu Netflix und Amazon gewechselt, haben sich extra ein Abo abgeschlossen, damit sie 24/7 nur noch Big Bang Theory gucken können. Und ProSieben hat jetzt echt ein Problem. Also jetzt müssen sie halt vom Big Bang Theory Sender irgendwie sich überlegen, was sie denn sonst machen sollen, weil Zirkus Halligalli hört auch noch auf im Juni. Ja. Also die Zukunft, die sieht nicht rosig aus für diesen Sender. Ne? Nee. Aber mal schauen. Also ich meine, Raab ist weg und sie haben es nicht geschafft aufzufangen und wenn die jetzt noch abhauen, ja, vielleicht, weiß nicht, übernehmen sie das Programm von ProSieben Max und zeigen ein bisschen mehr NFL. Ich habe sonst keine Ideen. Ich auch nicht. Mehr Sport, mehr Filme vielleicht wieder. Ja, der Blockbuster. Machen sie sowieso, ja. Aber nee, das also da. Also man sollte meinen, so Netflix und Co., das bringt mehr Freiheit und mehr anspruchsvolle Serie, mehr Anspruch. Also es gibt mehr Möglichkeiten, unbekannte Dinge zu erkennen. Und stattdessen Big Bang, noch eine. Also, nee, obwohl ich ehrlich, also ich für mich muss ehrlich sagen, dass ich von so einem Studien da auch immer nicht so viel halte und mich da ein bisschen zurückhalte, was die ja, man weiß, also weil Netflix ja keine, und Amazon, genau, ja, geben ja keine Zahlen raus. Ja. Das ist also sozusagen nichts Offizielles, das ist auch nichts Bestätigtes. Das ist halt irgendwie eine repräsentative Studie, wo ich glaube, eine bestimmte Anzahl an Leuten, die diese Dienste nutzen, befragt werden nach ihrem Sehverhalten und daraus wird dann das abgeleitet und ja, kann natürlich sein, aber es kann bestimmt auch mal einen Monat geben, wo zum Beispiel House of Cards nur geguckt wird, denn bald steht ja die 5. Staffel an, mittlerweile schon die 5. Staffel dieser großartigen Serie, die mittlerweile von der eigenen Realität überholt wurde. Denn Kevin Spacey alias Frank Underwood war ja immer so der schrecklichste und machtgierigste, intriganteste Präsident, den es jemals gab. Und jetzt gibt es da jemanden in den USA, der da schon unheimlich nah rankommt. Was ich aber nur sagen will, ist, am 30. Mai startet die 5. Staffel und jetzt, gerade gestern, kam der neue Trailer raus und er sieht unheimlich aus. Also wirklich düster. Er zeichnet einen sehr, sehr angsterfülltes Szenario. Frank Underwood redet, glaube ich, am Ende davon, dass er bis 2036 Präsident bleiben möchte und One Nation Underwood. So endet der Trailer. Alle, die ihn nicht gesehen haben, unbedingt mal anschauen. Ja, was ich sagen wollte, meine Theorie ist, dass House of Cards mitverantwortlich ist für die Wahl von Trump, weil das so ein Bild von Berufspolitikern gewählt, die sind sowieso alle korrupt
und doppelmoralisch und Clinton, das Establishment und jetzt holen wir einen, der damit aufräumt. Also ja. House of Cards ist schuld und Big Bang Theory. An allem. Big Bang Theory, genau. An allem. Ja, was gibt's noch? Leg mal los. Ja, wir haben noch was zum Tatort. Und zwar zum Wiener Tatort. Da hat sich jetzt die österreichische oder Wiener Polizei oder österreichische Polizeigewerkschaft beschwert bei ORF, dass die Polizeiarbeit schlecht dargestellt wird. Da hat vorhin jemand bei der Meldung drunter geschrieben, das wäre genauso wie wenn man sich beschwert, dass Police Academy die Polizeiarbeit nicht glaubwürdig darstellt. Ich hatte auch gerade schon so einen Spruch auf den Lippen, aber habe ich noch zurückgenommen. Ja, es ist natürlich schon so ein bisschen absurd. Aber damit schafft natürlich letztendlich die Polizei für den Tatort so eine gewisse Aufmerksamkeit. Ist auch wieder interessant. Also wahrscheinlich gucken dann nächstes Mal auch mehr Polizisten den Tatort und dann wird der Aufschrei noch größer sein. Also die Spirale... Jeder schreibt da mit, was... Genau. Aber das Problem ist, also im letzten Wiener Tatort am 23. April, an dem sich der Protest entzündet hat, da ging es ja um interne Ermittlungen. Also Korruption und was weiß ich was bei der Polizei. Und deshalb ist kein Wunder, dass die Gewerkschaft dann aufschreit. Also so nach dem Motto, getroffene Hunde bellen. Also ich glaube, bei sowas, da ist der Aufschrei immer groß. Also so wie auch jetzt bei von der Leyen. Ja, genau. Also da haben sich ja auch die Militärgewerkschaften... Gibt es sowas überhaupt? Also da haben sich ja auch Verbände genau. beschwert. Dass es nicht sein kann, dass ja, es so diese Pauschalbeschwerde und so. Also, Vorverurteilung. Nee, ja, ja, da werden sie gleich dann, da kommt dann gleich ein Riesenaufschrei. Der ORF hat auch cool reagiert, hat dann gesagt, ja, das ist nur Fiktion. Und ist aber schön, dass sie darauf nochmal hinweisen, finde ich. Ja. Also. Das ist sehr wichtig heutzutage. Ich finde es immer, also was ich aus der Richtung eigentlich immer noch richtig gut finde, ist dieses, also bei Twitter gibt es ja mittlerweile Polizisten oder beziehungsweise Leute, die bei der Polizei Frankfurt oder Polizei München in der Social Media Abteilung arbeiten und dann während des Sonntag-Tatorts dann dazu twittern. Mhm. Und dann gibt, also Polizei München ist da glaube ich ganz groß und die machen dann immer so einen Faktencheck parallel zur Sonntagsausstrahlung. Ist immer super witzig und die haben echt so einen doppelbödigen Humor dann auch, nehmen sich selbst halt selbstironisch auch mal auf die Schippe, also nehmen das eben nicht so ernst wie diese Polizeigewerkschafter, wovon wir ja auch so einige kennen, ich sag nur Rainer Wendt, die ja sowieso immer nicht so viel anfangen können mit Humor. Deswegen die andere Richtung, cool, Daumen hoch, das kann man sich eigentlich auch sparen. Jo. Du hattest noch was zu erzählen, also von einer großen Filmlegende, hörte ich. Ja, und zwar hat sich angeblich, also man weiß es ja nicht genau, hat sich eine urbane Legende bestätigt, eine moderne Legende, und zwar um die letzten Worte von Walt Disney. Und zwar soll er auf seinem Totenbett zwei Worte gesagt haben, und die waren Kurt Russell. Ja, wie gut. Und Kurt Russell. Ich wusste es halt vorher wirklich nicht. Und Kurt Russell himself hat jetzt bestätigt, ich weiß nicht, woher er das wissen will, ob er dabei war. Ich hätte es sehr gut gefunden, wenn es Bill fucking Murray gewesen wäre. Aber gut, Kurt Russell ist auch nicht schlecht. Kurt Russell, ich weiß nicht, ob er dabei war am Totenbett. Aber er hat jetzt anscheinend bestätigt, dass das wohl so war. Und zwar waren die beiden anscheinend ganz dick befreundet. Okay. Was ein bisschen komisch ist, weil Kurt Russell zum Todeszeitpunkt von Walt Disney 1966 15 Jahre ungefähr war. Okay. Und hatte damals einen Vertrag bei Disney, also war so als Teenie-Star, hat dann ein paar Filme gedreht und die beiden waren anscheinend total dick miteinander. Und er war so die große Nachwuchshoffnung von Disney. Und so als der kommende Mickey. Genau.
Du wirst mein Mickey. Ja, und deshalb soll er auf dem Totenbett gesagt haben, Kurt Russell, also das war so seine Vision für die Zukunft. Und er hatte ja recht irgendwie, also Kurt Russell wurde ja ein großer Star danach. Wissen und ja viele heutzutage gar nicht mehr, dass der Mann Star war. Er ist ja jetzt mit Guardians of the Galaxy 2 wieder in unser Bewusstsein. Da fand ich ihn übrigens richtig schwach, schauspielerisch. Also er ja, konnte du hast das auch schon gesehen. Ja. Alle in der Redaktion ja haben diesen Film schon gesehen und die Meinung. Ich fand ihn gar nicht so schlecht wie der Kollege, der letzte Woche hier saß. Dieser hässliche, ne? Ja. Ja, der ist sowieso ein bisschen seltsam. Also auf die Meinung solltest du nicht so viel geben. Nein! Ja, okay. Du hast dem Nichts geflogen. Guardians of the Galaxy, du kannst dir nochmal ein abschließendes Wort dazu sagen. Ja, geben. Also ich fand ihn, sagen wir mal, konventioneller als der erste Teil. Ruden nicht so anarchistisch im Guten wie im Schlechten. Sehr kalkuliert. Und Kurt Russell spielt da ja so eine. Und er kann nicht dieses Charisma, er kann es nicht so richtig transportieren. Also er hat eine wichtige Rolle, mehr verrate ich jetzt nicht. Und da hätte man mehr rausholen können, auch aus der Szene. Also da wird mit zu viel Bällen jongliert. Und also was ich damit sagen wollte, es gibt hier leider nur einen Birnenball. Also was ich damit sagen wollte bei, Django Unchained, bei Hateful Eight fand ich Kurt Russell richtig gut. Also ja. Ist jetzt nicht so der Meisterschauspieler, wissen wir ja alle. Da fand ich ihn richtig gut, aber bei Guardians of the Galaxy hat er ein bisschen geschwächelt. Also da war mehr drin. Also auch so von seiner persönlichen Leistung? Oder? Ja, oder auch weil von der Rolle. Weil ich finde, bei Kurt Russell ist es einfach auch so ein Besetzungsding. Ich finde, neben bei Hateful Eight hat es halt einfach auch gepasst. Ja. Und hat die Besetzung sehr, sehr gut funktioniert. Es hat einen Typ. Genau. Und da er jetzt nicht so der Wandlungsfähigste ist, sage ich mal, muss halt vor allen Dingen da der Cast einfach auch stimmen. Genau. Vielleicht war das der Fall. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Werde ihn mir bestimmt zeitnah angucken. So wie ihr euch auch morgen wieder. Genau. Eine Handvoll News und ja. Damit verabschieden wir uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.